Oh, moin und willkommen zu einem weiteren Teil LS15 auf der Wildeshauser Geest. Heute mal nicht alleine, wir haben den Micha mal so ein bisschen zur Hilfe da. Moin! Ja, genau, moin Micha. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was wir so veranstalten werden. Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt. Du weißt, ich stelle immer sehr viel Unfug an, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Versehentlich natürlich. Ja, gut. Hier kannst du jetzt keine komplette Ernte vernichten, also von daher. Wo ist der Gruber? Weit weg. Ja, ich weiß nicht, wozu du jetzt unbedingt Lust hast, aber wir haben vieles zu tun. Ich wollte gerade sagen, unerheblich, wozu ich Lust habe, sag einfach, was anliegt und dann geht das los. Da gibt es gar keine Diskussion. Dreschen, Gülle fahren, Gras mähen, Rinder wegbringen. Ja, teil mir was zu. Ja, dann würde ich mal sagen, schnapp dir am besten mal den Drescher. Und ja, der Drescher steht noch beim Lohnunternehmen. Das ist ja da hinten bei Feld 9. Und dann könnten wir die 1, 2 und 5 mal dreschen. Bei Feld 9. 1, 2, da 9. Also jetzt ja, geradeaus. Du tappst zum Drescher hin oder sonst hinter Misthaufen steht noch ein Quad. Quad! Haha, Quad ist immer gut. Das hätte es nicht sagen sollen. Oh, Palette. Nein. Ja, oder folgt mir einfach. Ich muss dann auch eben Anhänger holen. Gut, dann folge ich dir besser einfach. Das ist immer einfacher. Sicherlich ungefährlicher. Oh, das Quad gefällt mir aber auch gut. Kann ich noch gar nicht. Ja, manchmal ganz praktisch. Vielleicht hat auch wieder mal zulegen, so viel kurz. Kann man dazu noch was anhängen, ja, ne? Ja. Oh, nice. Güllefarm mit dem Quad. Das hätte mal was, ne? Also ich habe das zuletzt dazu benutzt, um das Förderband zur BGA zu fahren. Okay. Ja, vielleicht kommt das in Forster aber auch irgendwie zum Einsatz. Jetzt sicherlich nicht laufend, aber so mal ist das doch ganz nice. Ja. Oh, schnell Eier wegzubringen oder so. Richtig, so für kleine Sachen oder mal von einem Hof zum anderen eben schnell hinfahren, um was zu gucken. So ein Tankanhänger, dann spart man sich vielleicht immer mal Pickup oder so. Bei so einem Quad ist natürlich auch. Ja. Ist ja, ich weiß nicht, natürlich kennst du das hier, Wacken, ne? Ja. Da kommen ja auch immer so Fernsehreportagen und das ist ja dieser örtliche Baude, dass da alles der organisiert quasi immer mit, der fährt ja auch den ganzen Tag zum Quad durch die Gegend. Richtig. Finde ich sehr geil. Ich kenne das auch damals bei dem Lohnunternehmen, wo mein Vater gearbeitet hatte. Die haben damit die Felder vermessen. Okay. Ja, definitiv eine Option. Ah, das Farbwahl oder weil das gäbe es natürlich noch nicht so? Nee, ich glaube nicht. Ja, gut. Aber gut, da kennt man ja sonst auch noch ein, zwei Leute, mit denen man... Ja, ich denke, darauf kommt es auch nicht unbedingt an. Nee, denke ich auch nicht so. So, das ist normal dreschen auf den Feldern, ne? Ja. Weil ich sehe hier nämlich gerade nur ein Maisgebiss. Nee, das Schneidwerk habe ich vorhin schon bei den Feldern hingefahren. Achso, dann fahre ich hier einfach wieder hinterher, ne? Genau. Hey, wir benutzen noch so ein bisschen andere Schneidwerkswagen und bei denen bietet sich das doch eher an, die einzelnen Trecker durch die Gegend zu ziehen. Okay. Ja, ich war ja vor einiger Zeit durfte ich mit dir schon mal deine Map so ein klein bisschen erkunden. Richtig. Status ist, sie ist immer noch privat und ich glaube, sie bleibt es auch, ne? Ja, die wird das definitiv auch bleiben. Ich meine, gut, seit wir das gemacht hatten, hatten sich hier noch so ein paar Kleinigkeiten verändert, aber ich werde jetzt so auch gar nicht mehr weiter an der Map bauen. Ich habe ja ein neues Projekt angefangen. Okay. Wieder
Fahrgefühl kriegen hier. Gestern so viel Euro Truck Simulator gezockt, da ist das Lenkverhalten immer ein bisschen anders. Ja, das ist ganz schön eine Gewöhnung. Na, war ich doch zu schnell? Hätte das wahrscheinlich abbiegen müssen. Irgendwo, oder bist du auf dem Hof? Nö, über den... Ah, super. Ich dachte, ich hätte irgendwo abbiegen müssen. Huch! Was schafft er denn jetzt hier nicht? Ich muss auch so ein bisschen ausholen. Blend los bei mir hier. Ich komme gerade nicht vor und nicht zurück. Ja, die Betonhecke. Genau so sollte es klappen. Schon sind gleich übers Feld, aber ist ja eh nicht dein Feld, ne? Noch nicht. Der Mixfehler, den hatte ich ja schon mal gesehen. Genau, fleißig im Einsatz das Teil. Mhm. Wenn die Fragen kommen, nein, ich bin nicht betrunken. Auch wenn es ein bisschen sicher so aussieht. Steht ein Hahn auf der Kuhweide. Ja. Sich wo verlaufen. Ah, oh, das kennen wir, hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Ach so? Ja, kannst du sehen. Ist ja auch nicht schlimm, vor das Wien. Du hier gleich zuerst oder was? Die beiden Getreideflächen. So, müssen wir erstmal schauen hier. Strohablage ist erstmal aus, das ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, here we go, ne? Ja. Mal schauen, wie gesagt, brauchen wir denn nachher noch ein bisschen Stroh, weil wir jetzt auch die Eierlegestation noch... Ja, ich mache ja nur das Vorgewende ohne Stroh danach. Ja, ja. Du willst das anders, dann mache ich auch gerne gleich Stroh. Nee, nee, Vorgewende im Augen. Ich will mich doch nicht, Ich meine, gut, wir machen das an und für sich mit dem Vorgewende auch noch wieder anders als die meisten. Okay. Jetzt möchte ich auf den Nachbarfeld, was wir denn nachher noch löschen. Da machen wir das eigentlich so, dass wir nur oben und unten die Bahn eben ohne Strom machen und ja, die langen Enden immer komplett. Ja, das können wir ja hier zum Beispiel auch schon machen. Ja. Ich meine, ich kenne das ja von deinen Videos, du fährst ja generell immer irgendwie ein-, zweimal ohne Stroh rum. Ja, aber damit habe ich ja kein Problem, das, weil es auch meistens hat man so viel Stroh, dass du schon gar nicht mehr weißt, wo damit hin, ne? Ja, auf jeden Fall nach einer Weile.
Ist aber ganz schön fix, das Gerät, ne? Ja, der hat so ein kleines Tuning bekommen. Oder nämlich gerade ein bisschen. Ey, das ist auch das, was ich mal in meinen Videos immer so generell schon ein paar Mal irgendwo angesprochen habe. Bei uns ist das auch vom Server her nur so ein bisschen auf Masse ausgelegt. Ja. Yeah. Wenn wir denn mal spielen, dann wollen wir auch was schaffen. Ja, das finde ich auch geil eigentlich. Kommt natürlich auf richtig großen Schlägen noch besser als jetzt auf diesem kleinen, ne? Ja, sicher, aber vor allem so wie jetzt hier bei uns. 10 hat 16 Hektar und geil. Wenn du denn da so einen Rechner hast, der dann nur mit 10 km/h lang puckert und zum Abladen auch noch eben drauf, da verlierst du dann doch schnell die Freude dran. Also wenn mal so ein großes Feld ansteht, bin ich natürlich auch gerne mal dabei. Ja, das lässt sich doch einrichten. Wenn ich denn gerade das erntezeitmäßig mit meinem Betrieb einrichten kann, aber ich glaube, das müsste ja nicht glatt gehen. Boah, das kann man auch sprechen. Sollte das nicht so unbedingt auf 1-2 Tage drauf ankommen. Ja. War auch mehr schnippisch gemeint. Eine Abtankgeschwindigkeit habt ihr auch ein bisschen geschraubt, wie sie? Ja. Generell Arbeitsgeschwindigkeit, Bunkerkapazität und Abtankgeschwindigkeit. Okay. Also quasi ein Ernte-Monster. Ja. Gerade so die Abtankgeschwindigkeit war ja auch das, was du an dem Drescher eigentlich bei dir bemängelt hattest. Ja, na. Grundsätzlich hat mich das nicht gestört. Also grundsätzlich finde ich das nicht so schlimm. Was schlimm ist, oder was heißt schlimm in Anführungsstrichen, was eben, es gab mehrere Gründe, sich gegen den Drescher zu entscheiden. Aber schlimm ist mit der Abtankgeschwindigkeit, wenn du halt den Drescher im Autocombine fahren lässt und mit dem selber fährst oder mit dem Schlepper zum Abtanken nebenan und du schaffst es nicht, auf der ganzen Bahn das Ding leer zu pumpen. Weil dann kommst du grundsätzlich dann wieder in Schule oder in Probleme hinterher. Wenn er dann falsch rum im Bestand steht, den du jedes Mal rausfahren musst, weißt du, wie ich meine? Ja. Also das war der Nachteil der Abtankgeschwindigkeit. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie genervt hätte oder so. Der Hauptgrund war natürlich, dass ich nachher Top-Class-Drescher hier von Underground Modding bekommen habe. Und da war das dann klar, dass man dann im Endeffekt doch komplett wechselt, ne? Ja, wenn man da schon die Kontakte zu hat und das dann auch zur Verfügung gestellt wird. Ja. Ja, ich hatte eben auch ein bisschen Probleme hier mit den Schneidwerkswagen, wo das geht, weil ist. Was habt ihr jetzt da für Schneidwerkswagen? Fixieren die auch, oder? Ja. Okay. Ja, mit diesen, die original bei dem New Holland ja dabei waren, hatte ich immer Probleme mit der Höhe von dem Schneidwerk. Das habe ich ja, das hast du vielleicht im Video auch mal gesehen, ich hatte dann teilweise Probleme, das irgendwie richtig darunter zu kriegen. Ja, richtig. Ja, auch da, oder war bei dir ein Spiel auch gesehen. Ja, aber so wie die wir haben, da geht das relativ gut mit. Hm, habe ich eben schon gesehen, ja. Die Drescher an und für sich sind schon top. Hinten einfach nicht ein bisschen zu leicht. Da ja, rutscht da doch ganz gut immer rum. Das ist auch irgendwie so
von meiner Sicht aus das Einzige, was an dem Drescher ein bisschen nachteilig ist, ja, dass er hinten so rumrutscht. Noch mal ein bisschen was hingelegt. So, ich weiß ja nicht, ob du die Zeit so ein bisschen im Blick hast. 16 Minuten und 46 Sekunden. Ach, meine. Weil ich, wie lange du dann Parts normalerweise machst, ich richte mich da einfach nach. Also ja, ich bin meist, versuche auf jeden Fall unter 20 Minuten zu bleiben. Ja, ich versuche immer so zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten. Das klingt super. Dann passt das auch von der Größe her eigentlich immer ganz gut. Die Größe ist mir eher zweitrangig. Aber weißt du, ich mache auch gerne mal lange Videos. Hoffe dann auch gerne mal eins raus, dass eine Stunde oder was weiß ich geht. Wo dann immer alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht nicht, sowas guckt bei YouTube niemand. Oh doch. Ich gucke auch gerne, wenn die vernünftig sind, gucke ich gerne lange Videos. Ja. Da ist natürlich wieder, die Fachleute gehen dann wieder hin und sagen, das ist natürlich wegen der Wiedergabezeit. Das gucken sich die Leute nicht am Stück an. Und man, wenn ich jetzt anfange, hier meine Videos danach zu richten, wie das marketingmäßig am besten ist, da finde ich, kann ich auch gleich aufhören. Ja. Ich mache die, weil es mir Spaß bringt. Und wenn mir was Spaß, oder wenn ich eine halbe Stunde oder länger im Video spiele, dann denke ich mal, sieht man, dass es einem Spaß macht, weil ansonsten, ne? Okay. Und wenn man so wie manche da auch nur wirklich auf irgendwelche Abos oder Klickzahlen aus ist, dann kann man das eigentlich eh vergessen. Ganz genau. Man freut sich natürlich. Ja. Aber das jetzt darauf auszulegen, im Leben nicht. Bitte abonniert mich. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr noch die 5000. Aha. Bin ich jetzt mal freut, ja. Ja, aber so zu merken, dass es da teilweise schon und gut, ist halt so. Ja, wie gesagt, man guckt drauf, man freut sich, wenn es steigt, aber das ist ja nicht das Hauptziel, irgendwelche Abonnenten zu bekommen, sondern weil man Spaß dran hat oder sollte, weil sonst kann man es wirklich vergessen. Und ich finde, richtig, das merkt man dann auch ziemlich schnell. Richtig. Ja, ich bin auch so an die Sache rangegangen, erstmal von wegen einfach ausprobieren, gucken, was draus wird. Und du, entweder die Leute gucken es oder die gucken es nicht. Eben. Der Mixfeeder setzt hier in Gang, die Kühe kriegen Haber Haber. Mit man wieder Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir damit auch am Ende des ersten Teils.
Ich bedanke mich schon mal bei dir für deine Hilfe. Jederzeit. Ja, und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Jo, reingehauen. Tschüss.